Behalte deine gute Laune, das brauchen wir. Ich bin Rentner, ich kann das. Was? Wie geil. Wie geil ist er denn? Junge, guckt euch das an. Was? Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin die Landratten, was geht ab? Blackouts am Start und willkommen zu einem weiteren Video, heute wieder mit der Super Duke. Wir sind heute unterwegs, mal wieder in einer kleinen Gruppe und Landstraße. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Jetzt ist es endlich wieder geiles Wetter und deswegen haben wir einfach gedacht, heute nutzen wir mal den Sonntag, um richtig geil eine kleine Runde zu ballern, auch wenn ich irgendwie nicht weiß, wo wir hinfahren, also wir sind noch ein bisschen unschlüssig, aber jetzt sind wir alle schon aufgereiht, dann kann ich mal die Leute vorstellen. Wir haben David the Boss, oh, als hätte er es gerochen, ist er wieder am Start. Der Typ ist einfach nicht mehr normal. Schade, dass ich nicht mit meiner Supermoto da bin, das liegt daran, dass sie immer noch beim TÜV ist, beziehungsweise wegen Lieferschwierigkeiten. Ihr wisst ja, mein Ständer, da fahre ich mal mit. Mein Ständer, ich hatte mal wieder Ständerprobleme und bei dem Ding ist einfach die Feder abgesprungen und deswegen hing das immer runter. Und da das jetzt, ich bin ganz nervös, wenn David neben mir fährt, das ist schon wieder ganz wild. Der chillt nicht eine Minute, wir sind gerade losgefahren. Da wir auf das Teil gewartet haben oder immer noch warten, lässt natürlich der TÜV auch auf sich warten, weil das ganze Ding für den TÜV gebraucht wird. Dann ist Gordian Matzen dabei. Gordian hier auf seiner Enduro. Auch nice. Hat er relativ neu. Aber bin ich schon ganz froh, dass ich jetzt nicht auf Stolli hier fahren muss. Und dann von den Lionhearts natürlich Mariam und Viktor. Die beiden richtig on fire. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr die ja. Die sind immer am Durchdrehen, immer crazy shit am Machen, oft auf dem Standplatz. Und heute fahren wir einfach mal ein bisschen über die Landstraße. Und ich steche hier richtig aus der Nummer mit meiner Super Duke. Aber das macht nichts. Hauptsache, ich bin dabei. Ich bin der Blackout und ich bin auch dabei. Wir genießen hier ein bisschen das Wetter. Es ist einfach so geil. Ich habe das richtig vermisst und es wird auch dieses Jahr wieder viel, viel, viel mehr gefahren. Das ist in der Corona-Zeit einfach wirklich leider zu kurz gekommen. Da möchte ich jetzt wieder mehr unterwegs sein, auch auf Landstraße, nicht nur Stadt fahren, um einfach auch ein bisschen das Motorrad-Life zu genießen und ein bisschen Spaß zu haben. Junge, Viktor bereitet vor. Let's go. Ha, direkt mal einen richtig heftigen Stand-up rausgehasselt. Das Bike sieht auch wirklich wunderschön aus, muss ich wirklich sagen. Das ist halt der Vorteil an der Left-Hand-Brake. Ne? Ihr seht, der Fuß ist nicht auf der Hinterradbremse, sondern auf der Left-Hand-Brake. Und deswegen kann er ganz entspannt im Stehen hier fahren. Und wenn er doch mal hinter den Kipppunkt fällt, dann würde er einfach links unter der Kupplung die Bremse ziehen und das Ganze dann so vom Scheitern quasi retten. Boah, Mariam kommt da auch noch mal vorbei. Es ist halt richtig krass. Viktor, muss man ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es euch auch so auffällt, der hat einen Fahrstil drauf, der sieht so dermaßen entspannt aus, das ist nicht mehr von dieser Welt. Der sieht aus, als würde er ganz entspannt einfach rumstehen. Och, David auch. Also gerade so dieses Swerven links, rechts ist so crazy. Das liebe ich. Das ist so krass. Da ist David auch wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne, würde ich schon sagen, weltweit. Das so präzise drauf zu haben, ist wirklich krass. Ich habe so das Gefühl, ich nehme so heute ein bisschen die Kommentatorenrolle ein, dadurch, dass ich nicht mit meiner Super Duke hier bin. Auch One-Hander. Also mir fällt es erstaunlich schwierig, mit einer Hand zu wheelen, weil ich mich immer am Lenker richtig festkrall. Aber das ist einfach auch nur eine Gewöhnungssache. Also ich kann es auch, aber ich kann es nicht so locker wie bei David. Ach, Digga, ich bin so ewig schon keine Kurven mehr gefahren, außer auf der Rennstrecke. Fühlt sich ganz strange an irgendwie.
ganz komische Geschichte. So, David will mal ausprobieren. Vorsicht! Du musst Vorsicht machen, beim letzten Mal haben sich die Leute hingelegt am Wagenvorrat. Stimmt! Und aufpassen, das gibt Ärger. Junge, wir sind unterwegs auf der David-Bost-Maschine! Jetzt auch nochmal die Super Duke hier von außen betrachten. Sieht schon hübsch aus. Schönes, schönes Teil. Vor allem, guckt euch da mal das Heck an. Das ist wirklich richtig sexy. Das kurze Heck von Bagarush Performance. Ne? Da gibt es übrigens 10% Rabatt, kann ich mal sagen. Hier mit dem Gutscheincode Blackout 10, genau. Ich sehe mit dem Helm bestimmt richtig witzig aus. Das ist so krass, wie unterschiedlich Motorräder sein können. Boah, David ist direkt oben mit dabei. Guckt euch das an! Ha! Was? Niemals! Krass! Der hält die so am Kipppunkt. Was ist da los? Das ist nicht mehr normal. Alter! Halt! Halt dein Maul! Was? Junge, das war richtig krass! Junge, Junge, Junge! Wie stabil das ist! Alter! Hebt er da das Schiff hoch? Und zwar so entspannt. Oh, was? Und ist im ersten Gang! Ich mach das immer im zweiten. Der erste ist mir viel zu ruppig. Ich merke gerade auch, dass das erste Mal, dass ich hier auf Davids Karre fahre, das ist ja seine neue. Wissen ja viele nicht, dass er auf das neue Modell geswitcht hat. Hab die Plastics einfach rüber gemacht und es ist so krass, die Super Duke, wie die losschießt, ne? Aber es ist einfach wirklich, muss man sagen, obwohl ich totaler Supermoto-Fan bin und gar nicht so ein Naked-Bike-Fan, die ist so krass, die ist so schön, finde ich. Und ich habe mich jetzt auch richtig an diesen silbernen Tank gewöhnt. Das ist einfach schön. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Da liegt ein Joghurtbecher auf der Fahrbahn. Was macht der da? Machen wir mal hier die Postmaschinen ein bisschen hoch. Das geht schon gar nicht schlecht. Das geht schon gar nicht schlecht. Das ist richtig geil. Mariam da vorne auch völlig am Ausrasten. Aber ich finde es krass. Ich bin natürlich jetzt schon gewohnt, die Super Duke zu fahren hier. Und da merke ich richtig, wie wenig Leistung quasi hier die FE von David hat im Gegensatz. Da muss man wirklich mal Vollgas geben im dritten, vierten Gang. Und bei der Super Duke kannst du einfach so ein bisschen, ihr habt auch gehört, wie viel Gas Mariam da gibt. Bei der Super Duke reicht so ein bisschen Halbgas, weil sonst würdest du dich zehnmal überschlagen. Da ist das krass. Also Davids Bike lässt sich so entspannt wheelen. Das ist so witzig. Das ist richtig locker. Auch um die Kurve und so. Ich würde nur ein bisschen schnell werden. Ach krass, habt ihr es gehört? Das Vorderrad hat ein bisschen gequietscht beim Wiederaufsetzen. Ah, ist das schön. Geil. So, da kommt wieder so ein ganz entspannter Stand-up hinten auf seiner Wheelie-Bar. Guck mal, wie er da drauf steht. Als wäre es das Entspannteste der Welt. Das ist so locker. Sind die entgegenkommen auch direkt verwirrt. Was passiert denn da, denken die sich. Crazy. Guckt
euch das an, wie entspannt das ist. Da kniet er sich noch hin dazu. Was ist denn los? Alter, das ist wirklich der Wahnsinn. So, probieren wir auch noch mal einen kleinen Wheelie hier. Also, das ist so chillig mit der Bostmaschine hier. Die fährt sich richtig entspannt. Und das Ding ist, man kann damit tatsächlich auch schön ein bisschen lenken. Wäre jetzt ein bisschen nach links gekippt. Das geht richtig gut, richtig gut. Junge, du bist so krank. Vor allem, als du es am Anfang im ersten Gang gemacht hast, dachte ich so, Alter, weil da ist sie richtig ruppig. Jetzt hast du es auch im zweiten gemacht, ne? Eben, nee, du warst im zweiten. Die Zahl ist so groß, ich habe es gesehen. Jetzt eben war zweiter. Und das entspannt am Gas. Ich mache auch immer im zweiten. Weil die hat so viel Bums unten rum, dass du da viel entspannter fahren kannst. Du warst echt im zweiten. Hast gar nicht gemerkt. Nee, schau nicht auf die Gänge. Ich bin einfach hochgezogen. Aber Digga, die ist so unfassbar schnell. Krass, oder? Crazy. Nordfriesland und du hast gar kein Nummernschild. Ja, die sind, weggeflogen. Ja, da kam so eine starke Böe. Der ist aus Österreich hochgekommen, der andere aus Hamburg. Ja, danke, dir auch. Ebenso. Ja, behalt deine gute Laune, das brauchen wir. Ich bin Rentner, ich kann das. Was? Wie geil. Wie geil ist er denn? Junge, Junge, solche Leute will man doch sehen auf der Straße. Wünschte jeder Wessen drauf in Deutschland, oder? Einfach mal kurz ein paar lockere Worte von der Zunge lassen, gute Laune verbreiten, dann wäre die Welt, vor allem hier Deutschland, ein bisschen besser. Voll. David, krass. Aber deine, ich bin die ja noch nie gefahren, glaube ich. Das ist ja die neue schon. Ich habe die bis jetzt nur einem anvertraut. Also nur Nico ist damit gefahren. Du bist, glaube ich, die zweite Person, die damit richtig gefahren krass. Ist. Krass. Gut, ne? Richtig geil. Richtig geil. Wir nehmen jetzt für David gerade, glaube ich, sein krassestes Reel jemals auf. Und zwar will er im Wheelie ein Buch lesen. Junge, guckt euch das an! Was? Junge! Ah, geiler Titel! Junge, ist das krank! Junge, das macht einfach Bock! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Endlich mal wieder ein bisschen Eskalation, endlich mal wieder ein bisschen Landstraße mit den Jungs ballern. Das nächste Mal dann wieder auch mit Supermoto. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn Träumchen wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Peace. Und haut rein, ihr Landratten. Pa, pa, pa.